Meghan Markle wurde eingeladen, bei den Golden Globe Awards 2024 mit ihren ehemaligen Schauspielerkollegen auf der Bühne zu stehen, hatte aber angeblich eine frühere Verpflichtung. Meghan Markle wurde eingeladen, am Suits Reunion bei den Golden Globes 2024 teilzunehmen. Doch ein Insider behauptet, sie habe die Gelegenheit abgelehnt. Berichten zufolge befindet sich die Herzogin von Sussex in fortgeschrittenen Gesprächen über ein großes TV-Comeback in der Rolle der Rachel Zane. Aber sie hat noch keinen Kontakt zu ihren ehemaligen Cast-Kollegen hergestellt. Patrick J. Adams, Gina Torres, Sarah Rafferty und Gabriel Macht kamen bei der Zeremonie wieder auf der Bühne zusammen, um eine Auszeichnung zu überreichen. Allerdings konnte Meghan das Mini-Wiedersehen nicht wahrnehmen, weil sie zu beschäftigt war, sagte ein Globes-Insider gegenüber Page Six. Wir haben die Herzogin gefragt, aber uns wurde gesagt, dass sie leider eine frühere Verpflichtung hatte, sagte die Quelle. Meghan war bei der Preisverleihung nicht anwesend, war aber auf jeden Fall ein heißes Gesprächsthema. Torres gab während eines Interviews auf dem roten Teppich bekannt, dass Meghan nicht an dem verrückten Suit-Gruppenchat beteiligt ist. Unser Text-Thread ist im Moment verrückt, also sehr aufregend, sagte Torres gegenüber Variety. Auf die Frage, ob Meghan beteiligt sei, antwortete sie: Wir haben ihre Nummer nicht. Wir haben sie einfach nicht.